Wir machen einen kleinen Walk über das Gelände. Damit ihr mal einen kompletten Eindruck bekommt, starten wir von der einen Ecke bis zur letzten Ecke. Wir begeben uns jetzt wieder auf den Marktplatz, der euch ja schon bekannt ist. Und nun gehen wir runter auf den Vorplatz des Marktplatzes. Eine weitere Showcar-Area. Was eine Vielfalt. Ich bin jedes Mal begeistert. Ja. Und hier sind die Jungs von Kollektiv, die auch jedes Jahr begeistert mit... die auch jedes Jahr hier mit dabei sind. Hier sind die Jungs. Wo ist die Stimmung? Wo ist die Stimmung? Stark, was eine gute Laune. Genau. Ja, für alle, die noch zu Hause sind, können gerne vorbeikommen. Also hier haben wir richtig gute Laune und tolles Wetter. Und haben noch eine Zeit offen. Lohnt sich. Vom Einzelgolf zum über den Jetta, wirklich alles hier vorhanden. Zweier BMW. Was eine tolle Farbe. Wow. Jochen, was ist deine Lieblingsfarbe? Na, ich stehe so auf Grau, so Grau, schwarzgraue, ja. Autos. Das ist mein Ding. Das ist mein Ding. Hier eine A-Klasse mit einer Folierung aus dem Hause Schwabenfolia. Wow. Das ist Kunst. Ein A45 AMG. Also auch richtig Leistung unter der Haube. Ich habe richtig Bock auf Erdbeeren, wenn ich das so sehe. Seht ihr das? Da sind total viele Früchte drauf. Lecker! Hier haben wir einen, wenn man hier mit dem Fahrzeug jetzt noch ein paar Details. Dieser Passat, wirklich außergewöhnlich. Die Kotflügel im Blech verbreitert, um, wenn ich es richtig im Kopf habe mit der Bewerbung, um rund 15 cm. Ein 3C B6 Passat ist das Ganze. V6, 4Motion, sprich Allradantrieb. Wirklich außergewöhnlich. Wow, auch von innen. Kamera, bitte reinschauen. Das ist wirklich stark. Ich meine, der Lack ist auch wirklich genial. Ja. Mit dem Gelb im Motor. Wow. Die Frage, Lack oder Folierung? Aber wir fassen es nicht an. Nein. Aber ich glaube schon Polier, oder? Folie. Es könnte Folie sein. Auf jeden Fall super schön. Ja. So, das war ein kurzer Schwenk auf den Vorplatz des Eventgeländes. Wir schreiten nun wieder über den Marktplatz und laufen mal durch die Gassen, was die Motor World Village alles zu bieten hat, was hier alles geboten wird. Und eins auf jeden Fall, es gibt viel, sehr viel. Hier, ja, haben wir ja gleich mal ein Highlight. Einer der Jungs von den Tuning-Profis. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, ich bin der Dado von den Tuning-Profis aus Berlin und ich bin sehr gerne bei meinem Jochen hier in Metzingen. Nee, wir sind in Metzingen. In der Motorwelt. Ja, und es ist sehr schön hier. Es macht immer Spaß mit ihm, er ist immer gut drauf und immer lustig. Okay, euch noch viel Spaß, wir sehen uns später auf alle Fälle Jawohl, noch. Ne? Danke dir. Okay, dann Bis machen gleich. Wir mal den Walk hier weiter, laufen wir hier die Gasse entlang. Ja, links Kollektiv. Eine riesig große Familie hier. So, jetzt gehen wir mal kurz noch in den Außenbereich. Da machen wir noch einen kurzen Schnack.
Mit leckeren Snacks. Genau, einfach mal nur kurz. Also hier wird auch keiner verhungern oder verdursten. Für jeden Geschmack was. Burger, auch vegane. Einfach mal hier ein kurzer Schwenk nach oben und dann geht's in die nächste Runde. Gut, gehen wir wieder in den Innenbereich. Das Helferteam darf man natürlich auch nicht vergessen. Horst, Rainer und Marvin, Dankeschön für die Unterstützung. Ohne diese Personen wäre das nicht möglich gewesen. Wir sind nun auf der hinteren Seite des Gebäudes G10. Hier sind ein paar Oldtimer, die dauerhaft auf dem Gelände stehen. Ja, und man sieht ja vor allem, wo wir jetzt eben gerade an dem Stand von der Motor Village waren, wie jetzt die Location sich langsam ein bisschen auch zeigt. Es ist schon ein gewaltiger Platz. Also das ist richtig cool. So, bewegen wir uns mal Richtung Eingang. Dann gehen wir zur Aya Arena, wo der Sound Contest ist. Hier ein paar Showcars, BMW Mini mit Barracuda Tsunami in der Farbe Flash Red. Sieht man hier natürlich besonders gut, wenn die Sonne drauf knallt. Also die Barracuda-Felgen passen wirklich so stark dazu. Ein Audi A5 mit ja, also auf Dragons. Mini, also auf Mini ist die Barracuda schon eine gute Wahl, also optisch. Ist so, ne? So. Seltenes Fahrzeug, ein Opel Speedster hier, der orangene. Wow. Auch von innen spannend. Ein noch seltenes Fahrzeug auf der anderen Seite, das ist ein Lexus. Das Coupé, sehr, sehr selten. Lexus LC 500. Meines Wissens nach nicht mal 1000 in Deutschland zugelassen. Ist ja ein richtig schönes Auto. Sehr sexy. Jochen, was sind das für Felgen? Crosby DeVille 9,5x22, 10,5x22, Vorderachse 2,55er, Hinterachse 2,95er Bereifung. Mit Serienfahrwerk, ansonsten keine Veränderungen. Okay, wie Jochen sich auskennt, den kannst du an jedes Auto schicken, er weiß sofort, welche Felge. So, dann gehen wir mal Richtung Kasse. Ein echter Pro. Hier ein Lotus. Jetzt ähnlich ist wie der Opel da vorne, also von der Grundkonzeption, ja. Aber optisch sehr, sehr differentes. Schon ein geiles Auto. Lotus ist schon eine echt tolle Marke. Hyundai i20N mit Barracuda Leichtbaurädern Zuma. Wie toll die Farbe dazu passt. So, wir schreiten des Weges. Hier der Audi RS3 Club Stuttgart. Jedes Jahr auch bei uns ein gern gesehener Gast. Torben der Presse, ich glaube gerade nicht am Stand. So, nun schreiten wir Step by Step zum nächsten Programmpunkt. Da gehen wir wieder in die Schmiedehalle. Laufen aber auch einen anderen Weg, damit ihr noch mehr vom Gelände seht. Also dieses Gelände ist ein wirkliches kleines Abenteuer. Ja, also spannend. Wunderschön, wunderschön. Sogar ein kleiner Bach ist hier. Erholung pur, um kurz zu meditieren. Zum Beispiel. Also einfach alles hier. So, dann laufen wir hier
nach links. Etwas viel Verkehr hier, nicht einfach für den Kameramann. Wie hieß eigentlich diese Comicfigur? Wisst du das noch? Ich kann mich gerade gar nicht mehr daran erinnern. Liegt mir auf der Zunge. Achim, ja. Weißt du es? Kermit der Frosch war es nicht. Mr. Uso kenne ich noch, aber den weiß ich. Vielleicht wissen unsere Zuschauer ja. Kermit der Frosch, der war aber auch cool. So, nun bewegen wir uns wieder Richtung Marktplatz, Eventplatz. Die Jungs von Insanus Racing, wie jedes Jahr, auch dieses Jahr wieder dabei. Da schauen wir sicherlich später nochmal vorbei. Hi! Da müssen wir nachher unbedingt vorbeischauen bei Insanus Racing. Auch schicke T-Shirts. Ja, schicke T-Shirts, DC17 und die Firma Fox. Aber da schauen wir später noch intensiver vorbei. Also nicht shoppen, wie schade. So, wir biegen hier ab. Ich wollte mir schon so 2-3 T-Shirts gerade kaufen. Ja, ich habe auch bin an den Tafeln hängen geblieben. Ah. Also da ist schon noch einiges, wo ich dann, wenn wir hier fertig sind, nochmal ein wenig Lust wandeln werde hier und den ein oder anderen Euro umdrehe. Ja, ihr seht, vielleicht kommt ihr doch nochmal vorbei für alle, die noch nicht da sind. Hier gibt es so einiges. Also für heute wird es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, aber beim nächsten Jahr müsst ihr echt dabei sein. Na, außer die aus der Nähe. Der Termin steht ja, 6.9.2025. Ja, oh, ja. Der Termin, 6.9.2025. Wir sind wieder hier am Start. Tragt ihn euch. Sehen wir euch hier live am Stand und an der. Alle. In der Location. Also rot markieren, 6.9.2025.